Präsident, meine Damen und Herren, die digitale Bilanz dieser Legislaturperiode kann sich sehen lassen. In allen 7 Handlungsfeldern der digitalen Agenda haben wir wichtige Fortschritte gemacht. Und das alles begleitet von unserem jüngsten Bundestagsausschuss, den Ausschuss für die digitale Agenda. Meine Vorredner sind schon auf viele Bereiche eingegangen. Ich möchte mich ein bisschen auf den Bereich Wissenschaft, Forschung und Bildung konzentrieren. Und liebe Frau Sitte, das ist ein Bereich, wo Sie die digitale Agenda jeden Tag spüren können. Bildung und Forschung sind der Schlüssel, um die Potenziale des digitalen Wandels für die Menschen und für unsere Wirtschaft zu erschließen. Und die beste Antwort auf die Sorge, dass mit Digitalisierung in Zukunft bestimmte Arbeitsplätze wegfallen, ist nicht die Verzweiflung, sondern ist Bildung. Und das wollen wir in allen Altersklassen letztlich erreichen, da entsprechende notwendige Schlüsselkompetenzen zu geben. Und Nadine Schön, Thomas Jatzombek haben dazu schon den sogenannten Digipakt, diese Bund-Länder-Vereinbarung, angesprochen. Der fußt auf einem Koalitionsantrag, liebe Frau Esken, den wir im Bildungs- und Forschungsausschuss im März 2015 beschlossen und auf den Weg gebracht haben. Und es wurde gesagt, dass der Bund hier 5 Milliarden Euro in die Hand nimmt. Jetzt haben wir gestern die Pressekonferenz gehört, wo die Eckpunkte dieser Bund-Länder-Vereinbarung vorgestellt wurden. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich hätte mir gewünscht, dass auch die Länder sagen, wie viel Geld sie für ihren Kernbereich, für ihre Kernaufgabe in die Hand nehmen. Das machen sie nämlich nicht, sondern sie verlassen sich hier einzig und allein bei der Finanzierung wiederum auf den Bund. Der Lars Klingbeil hat gesagt, ja, mit der Kooperation, das haut alles nicht ordentlich hin. Der Digitalpakt 91c Grundgesetz. Ich brauche keine Grundgesetzänderung, dass hier Bund und Länder ordentlich zusammenarbeiten. Und der Vorwurf, warum die 5 Milliarden noch nicht im Haushalt sind, ganz einfach, das Ganze ist noch nicht etatreif. Erst dann kann ich es auch als Bund in den entsprechenden Haushalt einbauen. Im Forschungsbereich, meine Damen und Herren, ich möchte erinnern an das gerade frisch berufene Deutsche Internetinstitut hier in Berlin, an die Big Data Kompetenzzentren in Berlin und in Dresden, an verschiedenste Forschungsprogramme, die wir im Rahmen des BMBFs aufgelegt haben, sei das das Forschungsrahmenprogramm zur Stärkung der IT-Sicherheit, sei das alles, was den Bereich Industrie 4.0 angeht, ist das BMBF ein absoluter Treiber, sei es das Forschungsprogramm zur Mensch-Maschine-Interaktion, sei es das Forschungsprogramm zur automatisierten und vernetzten Fahren oder das große Rahmenprogramm im Bereich der Mikroelektronik. Ein wichtiges Vorhaben der digitalen Agenda beraten wir aber gegenwärtig noch aktuell in diesem Hohen Hause. Und daher möchte ich darauf gerne eingehen. Das ist die Einführung einer Bildungs- und Wissenschaftsschranke im Urheberrecht. Das ist eine Forderung aus der Enquete-Kommission. Es wurde bereits genannt. Sie steht im Koalitionsvertrag. Sie steht in der digitalen Agenda der Bundesregierung und ist natürlich auch Auftrag aus dem Koalitionsausschuss. Und ich kann nur festhalten, dass wir Digitalpolitiker hinter dem vorgelegten Gesetzentwurf stehen. Wir hatten am Montag dazu eine Sachverständigenanhörung im Rechtsausschuss mit einem klaren Ergebnis, dass wir diesen vorgelegten Gesetzentwurf brauchen, dass er fortschrittlich ist, dass er ausgewogen ist. Und ich muss nur festhalten, wenn wir diesen Gesetzentwurf nicht mehr auf den Wege bringen, dann werden die digitalen Hochschulsemesterapparate an den Hochschulen im September abgeschaltet. Und das kann keiner in diesem Hause wollen. Der Gesetzentwurf bündelt die gegenwärtig verstreuten und teilweise schwer verständlichen Regelungen, ordnet sie neu und fasst sie klarer. Und er führt dabei einen ausgewogenen Interessenausgleich sowohl bei den Studierenden und den Wissenschaftsverlagen wie auch bei den Urhebern und Verlegern durch. Und wir diskutieren das ja gegenwärtig in intensiver Art und Weise. Aber ich möchte noch mal ganz deutlich klarstellen, und zwar insbesondere vor dem Hintergrund einiger Presseveröffentlichungen in den letzten Tagen, die mich schon fassungslos machen, weil sie nicht nur eine unsägliche Kampagne gegen die Wissenschaftsschranke fahren, sondern auch noch teilweise unwahr argumentieren. Und wenn ich gestern in der FAZ von einer perfiden Lobbyarbeit der Wissenschaftsverbände lese, dann muss ich sagen, das ist schon fast beleidigend und schmähend, sowas hier vorzuwerfen und zu unterstellen. Der Gesetzentwurf, meine Damen und Herren, zielt nicht darauf ab, eine Umsonstkultur zu etablieren. Auch innerhalb der Schrankenregelung muss angemessen vergütet werden.
Der Gesetzentwurf zielt vielmehr darauf ab, die bereits existierenden, schon jetzt kostenpflichtige Basenversorgung im Allgemeininteresse von Bildung und Forschung sicherzustellen und zu verbessern. Unsere Studierenden, Lehrenden, Wissenschaftler tragen dazu bei, die Digitalisierung zum Erfolg zu führen. Unterstützen wir sie dabei. Letzter Redner zu diesem